So Internet kaufen ist auch ganz ba. Hallo, hier sind Carsten und ich. Ich bin eigentlich nicht gut gelaunt, muss ich sagen. Ich habe jetzt nur gelacht wegen der Höflichkeit, weil ich habe Hunger. Und es gibt ja Menschen, die haben ewig schlechte Laune, wenn sie Hunger haben. Gibt es viele, die, wenn sie so richtig Hunger haben, sind sie echt übel gelaunt. Ich nenne keine Namen. Und es kommt, eigentlich kann man jetzt sagen, ja, so, mach den scheiß Vlog aus und geh was essen. Dann ist dein Problem gelöst. Aber wir waren im Büro, ja, wir müssen ja wieder arbeiten, ich erklärte es neulich. Und es ist Mittagspause. Und was war? Den Dosenöffner, den ich gekauft habe für eine Dose, keine Werbung, den Dosenöffner, den ich gekauft habe, der ist kaputt gegangen. Ich habe ihn zweimal bisher benutzt, dreimal, dritte Mal, war dritte Mal, Carsten? Ja. Dritte Mal haben wir den heute benutzt. Den habe ich aus so einem Billigladen, also jetzt nicht Kick oder ein Euroshop, aber keine Werbung, aber vergleichsweise, so einen Billigladen habe ich den gekauft, weil nirgendwo anders gab es einen bei uns in dem Kaff, wo wir wohnen. Und da sind sie immer so organisiert, ne, Carsten, mit so Einzelhändlern. Ja, wir müssen lokal vor Ort kaufen, man muss den Einzelhandel unterstützen. Ja, mache ich, aber wenn es was gäbe. So, bei der Kette sollst du auch nicht kaufen. Aber was heißt nicht? Keine Kette. So, die beiden Drogeriemärkte, keine Namen, keine Werbung, die sind eine Kette, das Kaffeegeschäft ist eine Kette. Selbst die Bäckerei hat mittlerweile, was weiß ich, 12, 15 Filialen in Wuppertal und Umgebung. Ja, das ist doch alles Kette. Und die paar kleinen Läden, ja, da kaufe ich dann, aber da kriege ich keinen Dosenöffner. Bei uns im Kaff sind zwei Modegeschäfte, kleine, so Boutiquen. Und da kriegt man nicht mal als Mann ein weißes Oberhemd. Ist auch ein Problem, ne, Carsten? Oder eine schwarze Krawatte, wenn da einer tot ist und man muss auf der Beerdigung. Gibt es keine Krawatte. Schwarze muss man dann auch in eine Kette, große Bekleidungskette, keine Werbung. So, aber umgekehrt, wir haben ja eine Werbeagentur, wenn die Drucksachen haben, ihre Flyer und so, ne, und man fragt die da, ja, die kleinen Läden, wo habt ihr denn machen lassen? Die habe ich im Internet machen lassen, so, ha, ha, ha. Achso, Internet kaufen ist auch ganz, ist auch verboten. Also, was soll ich denn machen? So, und jetzt ist jedenfalls dieser blöde Dosenöffner kaputt und ich habe so Hunger und Carsten auch und deswegen sind wir jetzt gezwungen. Wir sind gezwungen, nach Elberfeld zu fahren, auf dem Neumarkt, da ist ein Wagen, so ein Verzehr-Imbisswagen, keine Werbung, mit chinesischem Essen für 3,80 Euro Box. Lecker, lecker. So, und ist das nicht schrecklich, Carsten? Da müssen wir jetzt hin. Ganz schrecklich. Furchtbar. Ja. So. Und das wollte ich nur sagen. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, Carsten, was wir machen könnten? Was? Diesen Dosenöffner. Ne? Ich könnte natürlich jetzt in diesen 1-Euro-Shop gehen, wo ich ihn für 2,47 Euro gekauft habe. Das passt auch. Euro. Der passt auch irgendwie nicht zusammen. Den auf die Theke knallen, die Einzelteile, und sagen, pass mal auf, Fräulein, hier den Triss. Schick den mal hier an deinen Chef und ja, dann nehmen Sie sich doch einen anderen. Oder wird sie sagen, vielleicht haben Sie noch einen Kassenzettel? Und dann schmeißt sie das sowieso in den Müll. Deswegen habe ich mir überlegt, weißt du, wenn wir gleich zurück sind, dann tüte ich den ein in einen wattierten Umschlag, mache eine Briefmarke drauf und dann schicke ich den an den Vorstandschef dieses Unternehmens. Und dann will ich mal sehen, was der mir antwortet. Das ist, soll ich das machen? Das finde ich eine Idee. So, jetzt habe ich Hunger. Neumarkt in Wuppertal-Elberfeld. Da ist der Kaufhof, da ist, ach, keine Werbung. Ein großes Warenhaus, da ist ein großer Elektrikmarkt. Und eine große Bank. Eine große Bank, ein Kaffeegeschäft. Und hinter mir in diesem kleinen, netten Wagen, da sind unsere chinesischen Freunde. Oh, wenn der Essen hört, ist der nicht mehr zu halten. Und da sind unsere netten chinesischen Freunde, die freuen sich immer, wenn wir kommen. Und da gibt es eine Portion Nudeln mit Gemüse, Erdnusssoße und Hähnchen. Ich erzähle. Erzähl du. Nee, ja, jetzt soll ich wieder in klein für 3 Euro. Ich frage mich, wovon die leben, oder? Das ist so günstig und es ist so unglaublich lecker. Also wenn ihr mal hier in Wuppertal seid, dann geht zum Neumarkt in Elberfeld und esst dort eine Portion Nudeln oder Reis. Ente ist auch sehr gut hier. Ist alles gut hier. Ja, Carsten, wir gehen jetzt. Er hat Hunger. Ja, ich gehe. Furchtbar, oder? Ist das nicht schlimm, dass wir jetzt ja, der. Ich habe mir überlegt, es gibt so viele Leute, die tauschen nicht gerne um. Oder? Es gibt Leute, die schmeißen lieber weg. Also die schmeißen es lieber weg, als wenn sie irgendwas umtauschen. Das könnte mir auch passieren, aber Carsten nicht. Carsten tauscht alles um.
Da kaufen wir es 50 Cent und sagt, oh, funktioniert nicht. Also, komm, lass mal umtauschen. Mir ist das dann auch manchmal peinlich. Ich mache das nicht so gerne. Aber es gibt Leute, die haben echt Probleme umzutauschen. Und ich finde, es sollte sich viel mehr beschwert werden, oder? Meinst du, ach, den kann man nicht stören, wenn der ist. Es gibt zu viele Firmen, glaube ich, die darauf spekulieren, dass sie billige Trist herstellen und man kauft es und es ist Schrott. Und Hauptsache, sie haben die Kohle im Beutel. Und deswegen finde ich die Idee gut, dahin zu schreiben, direkt an den obersten Chef ran. An den obersten rangehen und dem sagen, Dreck. So, da ist er, der Dosenöffner, der besagte. Und völlig kaputt, hier, da. Sieht man, ne? Da, das ist kaputt. Hier sind die Einzelteile. Irgendwie Schräubchenhalterung, eine Form von Schraubkrone. So, dreimal benutzt, kaputt. Und ich habe jetzt, da liegt er, einen Brief geschrieben. Ja. Vor 3 Wochen kaufte ich in ihrer Filiale in Wuppertal, Kaff, einen Dosenöffner für unser Büro. Schon bei der 3. Benutzung fiel er auseinander. Natürlich könnte ich ihn mit meinem Kassenbon in der Filiale zurückgeben. Sicherlich könnte ich mir daraufhin auch mein Geld zurückgeben lassen. Aber all das würde bestimmt nicht dazu führen, dass Sie als Geschäftsführer erfahren, was Ihr Unternehmen für einen mangelhaften Ramsch verkauft. Aus diesem Grund sende ich Ihnen den kaputten Dosenöffner zu Ihrer eigenen Verwendung zurück. PS, es gibt in Wuppertal, wie sicher auch in vielen anderen Städten, und das ist es doch, meine Damen und Entschuldigung, ich habe jetzt mich vergaloppiert, mich hinreißen lassen, Carsten. Es gibt in Wuppertal, wie sicher auch in vielen anderen Städten, Menschen, die auf preiswerte Produkte angewiesen sind. Auch in deren Interesse sollte ein Produkt doch mehr als nur 3-mal benutzt werden können. Wir kaufen jedenfalls nichts mehr bei Ihnen. Sie sehen, Schrott verkaufen lohnt sich eben nicht. Das können wir ja nicht so ein Schild machen, was man so hoch an Schrottverkauf lohnt sich nicht. Können wir nicht mal so eine Demonstration vor dem Laden machen? Mit Leuten, die wenig Geld, egal. So, PPS, das ist eigentlich das Wichtigste, für mich jedenfalls in dem Brief. PPS, benutzen Sie eigentlich private Produkte aus Ihren Läden oder kaufen Sie zum Beispiel bei WMF? Achso, keine Werbung. Schneid raus. Aber Sie haben sicher eine Metrokarte und kaufen, keine Werbung, und kaufen hochwertige Gastronomieprodukte für Ihre Küche dort. Mit herzlichen Grüßen, Stefan Braun. So, jetzt ihr. Das tue ich jetzt ein, das ist der Brief, keine Adressen. Das tue ich jetzt ein und dann schmeiße ich das in den Briefkasten. Und dann bin ich gespannt, ob der Herr von der Firma mir antwortet. Ich glaube nicht, aber offen gesagt, Carsten, ich würde mir auch nicht antworten darauf, oder? Nee. Schneide ich raus. Das Kommando rettet die Dosenöffner ist auf dem Weg. Und dann wollen wir es doch mal sehen. Das war's von uns. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Tschüss. Tschüss.